Hallo und willkommen zu Green Japan. In unserer Serie geht es um Japans innovativen Weg zur Kohlenstoffneutralität. In diesem zweiten Bericht zeigen wir, wie Japan CO2-arme Technologien in Entwicklungsländern fördert, in denen die Senkung der Treibhausgasemissionen oft nur schwer zu bezahlen ist. Monika Pinner hat sich das in Kenia angeschaut. Tonnen Salz werden jedes Jahr aus diesen Lagunen gefördert. Dank der Hilfe Japans hat man es geschafft, den CO2-Fußabdruck um 25% zu reduzieren. Das Unternehmen betreibt eine der größten industriellen Solaranlagen in Kenia. Sie ist von Japan finanziert und liefert jährlich 1,6 Gigawattstunden sauberen Strom. Auf diese Weise ist man unabhängig von der instabilen Versorgung durch das örtliche Stromnetz. Unsere größte Sorge ist die Stabilität des Stromnetzes. Es gibt bis zu 5 Stromausfälle pro Tag. Das stört unsere Produktion. Das führt dazu, dass wir die Nachfrage nicht befriedigen können. Die instabile Netzversorgung zwang das Unternehmen, in umweltschädliche und teure Generatoren zu investieren, bis 2016 die Solaranlage gebaut wurde. Unser Traum war es, Solarenergie zu nutzen. Es gibt eine Vereinbarung zwischen der kenianischen und der japanischen Regierung über ein gemeinsames Kreditverfahren. In enger Zusammenarbeit half man uns, einen Zuschuss zu erhalten, um diese Solaranlage hier zu errichten. Der Joint Crediting Mechanism umfasst eine bilaterale Zusammenarbeit zwischen Japan und 17 Entwicklungsländern. Dieser Kohlenstoffmarktmechanismus steht im Einklang mit Artikel 6 des Pariser Klimaabkommens. Damit kann Japan Technologien und Ressourcen teilen, um weltweit CO2-Neutralität zu fördern. Das funktioniert mittels der Unterstützung von Projekten zur kohlenstoffarmen Entwicklung durch Technologietransfer und die Verbesserung der technischen Fähigkeiten. Das ist eine der Möglichkeiten, wie Akteure des Privatsektors und die Regierung eine kohlenstoffarme Entwicklung erreichen und gleichzeitig industrielles Wachstum unterstützen können. Dank der Solaranlage konnte das Unternehmen seine Produktionskapazität erhöhen und Stromkosten sparen. Ein Teil der Einsparungen wird in soziale Maßnahmen investiert, zum Beispiel in Stipendien für Studenten. Seit der Inbetriebnahme der Anlage im Jahr 2016 haben wir rund 5000 Tonnen Kohlenstoffemissionen eingespart. Wir konnten mehr Arbeitsplätze für die örtliche Gemeinschaft schaffen. Für uns bedeutet das wirklich ein positives Wachstum. In der Masai-Region gibt es ein weiteres Projekt, bei dem Japans Fachwissen über saubere Energie das Leben der Menschen verändert hat. Dieser Junge lebt in einem abgelegenen Dorf ohne Stromanschluss. Dank einer Solarlampe kann er nachts zu Hause lernen. Ermöglicht wurde das durch das Projekt Light Up the Future des japanischen Technologiekonzerns Panasonic. Als wir noch Feuerholz und Kerosinlampen benutzten, war das Lernen wegen des Rauchs sehr schwierig. Durch die neuen Lampen verbesserten sich meine Noten. Ich kann jetzt besser lernen. 350 Schüler der Ilkimati-Schule erhielten je eine Solarlampe geschenkt. Ziel ist es, die Zahl der Schulabbrecher zu verringern und die schulischen Leistungen zu verbessern. Jetzt kommen mehr Kinder zur Schule. Eine der konkreten Auswirkungen dieses Projekts war die Verbesserung der Leistungen und die Verringerung der Fehlzeiten. Denn Kinder, die ihre Hausaufgaben nicht gemacht hatten, kamen nicht zum Unterricht, weil sie Angst vor einer Bestrafung hatten. Im Rahmen des Projekts wurde die Schule mit Solarpanelen ausgestattet und konnte so die Zahl der Unterrichtsstunden erhöhen. Vorher hatten wir keinen Strom. Seitdem wir Strom in der Schule haben, kommen die Kinder abends zum Unterricht. Jeden Abend haben sie eine Unterrichtsstunde und gehen dann nach Hause. Japan unterstützt globale Maßnahmen gegen den Klimawandel. Green Japan stellt nächste Woche weitere Projekte zum Kohlenstoffrecycling vor.